war das kleine Land in aller Munde. Island ist bekannt durch seine heißen Springquellen, die in bestimmten Abständen Wasser und Dampf ausschleudern. Wie nennt man denn diese Riesenspringbrunnen? Geysire. Ja. Neunrot. Neunrot, eine Frage an die Mama. Am Wochenende fanden in München die Bavarian Open um den LTS-Pokal in einer Sportart statt, die Sie sicher schon einmal selbst gespielt haben. Dart, so heißt der Sport offiziell, wird nun auch bei uns wettbewerbsmäßig betrieben. Wir wollen es nicht ganz so ernst sehen, wir wollen Sie nur ein bisschen fit machen für die nächsten Weltmeisterschaften in dieser Sportart. Ihre Aufgabe ist es nämlich, Dankeschön Gisela, Ihre Aufgabe ist es jetzt, vier dieser Pfeile hier mitten in die Scheibe zu setzen. Das heißt, wichtig ist, dass Sie die Scheibe überhaupt treffen. Sie haben fünf Pfeile. Wenn Sie hier sich so, hier Sie dürfen so, das ist so die normale, der normale Abstand beim Dart werfen. Mhm. Fünf Pfeile haben Sie schon mal gemacht. Halt, ich muss, brauche mal das Mikrofon. Ja, ich habe schon mal gespielt. Also profimäßig werden Sie jetzt alle fünf da reinsetzen. Vier brauchen Sie nur. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut, gut. 16 gelb. 16 gelb. Eine Frage an dich, Regina. Sie hält ihr kleines Kuscheltierchen, das sie mitgebracht hat, schon ganz fest. Es wird jetzt gleich etwas lauter werden. Es kommen nämlich vier Hunde unterschiedlicher Rasse. Und du sollst mir bitte bei dreien sagen, wie sie heißen. So, die fühlen sich auch ganz wohl hier mittlerweile im Studio. Hast du selbst ein Tier? Ja, auch ein Hund. Also, dann ist es ja keine Schwierigkeit. Drei sollst du mir nennen. Der wartet jetzt im Auto. Ach, der wartet im Auto. Willst du sogar hingehen? Du kannst natürlich auch sitzen bleiben, wie du möchtest. Zeig mal drauf. Halt, halt, halt. Keine Beeinflussung der Kandidaten, ja? Ein Boxer. Mhm. Ein Schäferhund. Mhm. Ein Pekinese und ein Yorkshire Terrier. So, du brauchtest mir bitte drei zu nennen. Du hast genannt Boxer, du hast genannt Schäferhund, du hast genannt einen? Pekinesen. Der stimmt nicht, aber dafür hast du noch genannt? Yorkshire Terrier. Und der ist dabei. Und drei solltest du auch nur nennen. Was ist denn das nun für ein Hund? Ein Fox Terrier. Also den hast du ein bisschen verwechselt, gell? Aber drei waren richtig, das ist also dein Stein. Hehe, komm, es geht hier weiter. Herzlichen Dank für die Hundeeinlage. So, und Sie zu Hause bitte ich jetzt nicht mehr anzurufen. Die Zeit dafür ist nämlich jetzt leider um. Vier Blau. Vier Blau, eine Frage an die Oma Lux. Nun ist wieder unser Publikum als Mitspieler gefragt. Sie kennen das schon, wenn Sie unsere Sendung ein paar Mal verfolgt haben. Ich habe hier wieder etwas für Sie und unser Publikum soll das gleich pantomimisch darstellen. Ich zeige Ihnen eine liebevolle Umschreibung hausfraulicher Tätigkeiten. Wenn Sie zu Hause mitmachen wollen, schließen Sie bitte ganz kurz die Augen, denn ich zeige gleich den Begriff, den Sie dann, Frau Lux, erkennen sollen. So, hier ist zunächst mal für Sie hier im Studio der Begriff. Und jetzt bitte, auf geht's. Was passiert denn da? Staubfischen tun die. Ja, liebevolle Umschreibung hausfraulicher Tätigkeiten. Was machen die denn da? Oh, die bemühen sich da. Uiuiuiui. Da unten. Was ist das denn? Ach, die zeigen da so wild. Oh. Die tun was putzen. Ja, ja. Und jetzt fehlt noch was. Gucken Sie doch noch mal genau hin, schnell. Ganz schnell. Ein Hasen. Nein! Oh, es ist der Putzteufel. Oh! Also, herzlichen Dank unserem Publikum hier. Ich darf Sie dann bitten, mal übernächste Woche bei mir vorbeizukommen. Sie haben das ja schon ganz gut gemacht hier. Ihr seid dran. Putzteufel. Vier Blau. Vier Blau. Der Opa ist dran. In dieser Woche läuft in den deutschen Kinos die Verfilmung eines Weltbestsellers von Umberto Eco an. Neben Sean Connery ist auch der unvergessene Helmut Qualtinger zu sehen. Wie heißt das Buch bzw. der Film? Ist das der Herr Karl? Nein. Nein, ist es leider nicht. Der Name der Rose ist es. Oh. Oh. Also,
trotzdem, wenn Sie Lust haben, hier ist die Familie Grob und die Familie Ross, sich den Film anzugucken, da sind wir gern bereit, in Ihrem Heimatort für Karten zu sorgen. Einverstanden? Ja, gut, gerne. Machen wir gern. Prima. Es geht weiter. Vier Blau. Vier Blau. Eine Frage an die Oma. Mensch, die muss aber heute wirklich was tun hier. Gestern feierte der Gründungsintendant des ZDF, Karl Holzammer, seinen 80. Geburtstag. Was glauben Sie, wann wurde die erste ZDF-Sendung mit einer Ansprache von Karl Holzammer ausgestrahlt? War das 1955 oder war das 1963? Im ZDF. Ja, im ZDF. 55 oder 63? 55. Nein, leider nicht. Schade. 63. Kurze Beratung. Vier Blau. Vier Blau. Wieder der Opa. Super. Ich zeige Ihnen nun Bilder von bekannten Bauwerken. Und selbst wenn Sie noch nie live dort waren, haben Sie die Gebäude sicher schon einmal abgebildet gesehen. Drei davon sollten Sie erkennen. Und Sie dürfen zu mir kommen, Herr Ottmann. Und wir haben etwas besorgt, damit unsere Zuschauer zu Hause auch was sehen. So ein bisschen zur Seite. Sie dürfen dann drauf zeigen. Drei, bitte. Ja, drei. Also, mhm. Das ist der schiefe Turm von Pisa. Nummer eins. Kennt man auch nicht. Mhm. Das Empire State Building. Nummer zwei. Und das in San Francisco. Ja. Die Golden Gate. Ja. Der Petersdom hat er auch noch gesagt. Dankeschön. Ihr seid dran, kurze Beratung. Fiona. Drei Gelb. Eine Frage an dich. Jedes Jahr im Herbst feiern vorwiegend die Menschen auf dem Land ein Fest, um Gott für die Gaben der Felder zu danken. Bei uns konnte man die geschmückten Wagen und die Umzüge am ersten Sonntag im Oktober sehen. Wie nennt man denn dieses Fest? Das Dankefest. Hm? Sag's nochmal. Irgendwas mit Dankefest. Da fehlte noch ein bisschen was. Vorne. Ich weiß es in Englisch. Vorne fehlt noch was. Die Oma darf da nicht eingreifen. Also gedankt wird da schon, aber wie nennt man das denn? Wofür wird gedankt? Fürs Essen. Und wie nennt man das Fest? Erntedankefest. Oh. Elf Blau. Elf Blau. Der Opa, hier die Großeltern, die schickt dir ganz schön ins Rennen. Ja. Sie hören jetzt ein Verkehrsfunkzeichen. Und dieses Signal kennen sicher alle Urlauber, die schon einmal durch Bayern gefahren sind. Meistens steht man da schon im Stau, manchmal kann man auch rechtzeitig abbiegen. Nach einer neuesten Umfrage ist die Donnersberger Brücke in München eine der meistbefahrensten Straßen der Welt. Wie viele Autos, glauben Sie, passieren dieses Nadelöhr täglich? Sind es 75.000 Autos, 120.000 oder 165.000? 120.000. Ja. Verlässliche Quellen sagen, da staut sich jetzt nichts. Warum muss ich Ihnen nicht sagen, gell? Die Staus sind vor dem Fernseher. 15 Blau. 15 Blau, eine Frage an die Oma. Die stöhnt schon. Ein temperamentvoller Politiker, der in der UNO-Vollversammlung seinen Unmut äußerte, indem er mit seinem Schuh auf den Tisch hämmerte, wurde heute vor 22 Jahren gestürzt. Wer ist gemeint? Khrushchev. Ja, Khrushchev, Nikita Khrushchev. Punktestand mittlerweile steht es 1:1, und zwar eine Dreierreihe von 3 bis 15, eine Dreierreihe von 4 bis 16. Und für Sie zu Hause, wenn Sie uns zuschauen, möchte ich Ihnen noch mal kurz erklären, dass es natürlich darum geht, ganz schnell Dreierreihen zu bilden. Und das gibt dann immer eine Dreierreihe einen Punkt. 21 Gelb. 21 Gelb. Eine Frage an dich. Ich werde dir jetzt ein physikalisches Experiment zeigen. Und du musst gleich gut Acht geben. Ich brauche jetzt noch so ein paar Sachen dazu. Ein physikalisches Experiment. Da kommen hier so ein paar Sachen. Jetzt muss ich mal gucken. So. Ganz normal. Gabel, Korken. So. So. Mal gucken, ob es heute gelingt. Ich habe vorhin schon... Ah, so. Da ist schon mal das Experiment. Jetzt... Jetzt kommt
noch die Frage an dich, Regina. Ich meine, wir beim Fernsehen, wir sind ja immer so, ne? Haben wir das jetzt vorher hier mit Klebstoff eingestrichen, damit das hält? Ich meine, bei uns ist ja manchmal so alles mit doppeltem Boden. Liegt der Schwerpunkt dieser gekrümmten Anordnung am Streichholzende oder übt die Flasche auf Messer und Gabel eine Anziehungskraft aus? Also ein fauler Trick, ne? Liegt der Schwerpunkt dieser gekrümmten Anordnung am Streichholzende oder übt die Flasche auf Messer und Gabel eine Anziehungskraft aus? Ich würde sagen, das Zweite. Du meinst, der Schwerpunkt dieser gekrümmten Anordnung liegt am Streichholzende. Richtig. So, jetzt für euch, liebe Kinder zu Hause. Ich meine, ihr wollt sowas natürlich nachmachen, kein Problem. Erstmal muss euer Vater dann heute Abend eine Flasche Wein köpfen, ne? Ihr braucht nämlich einen Korken dazu. Dann müsst ihr Mutter um das gute silberne Besteck bitten. Ob sie es euch gibt, ist die andere Frage. Und ihr bittet den Vater noch um einen Streichholz. Und ihr seht, es ist kein fauler Trick dabei. Es hat alles funktioniert. Dankeschön. Ups, so. 12 gelb. Eine Frage an dich, Fiona. Welche deutsche Tennisspielerin gewann in Zürich am Sonntag überlegen ein Grand Prix-Turnier? Welche deutsche Tennisspielerin gewann in Zürich am Wochenende überlegen ein Grand Prix-Turnier? Steffi Graf? Na klar! Rot. Mir wäre lieber 6, bitte. Bist du einverstanden? Ja. Gut, Familie, 6 ist rot. 6 rot. Gut, das war nur eine strategische Frage da. Dwight Eisenhower, genannt Ike, würde heute seinen 96. Geburtstag feiern. Welches hohe Amt bekleidete er von 1953 bis 1960? Er war Präsident der USA. Jawohl. Punktestand. Neue Dreierreihe von 16 bis 6 und Punktestand 3:1. Also, Fiona, schlag zu. 22 rot. Eine Frage an die Mama. Mit einem nächtlichen Beerdigungszug über die Reeperbahn nahm Hamburg am Sonntag von einer legendären Rockbühne Abschied. Neben den Beatles, die dort bekannt wurden, spielten auch Little Richard, Chuck Berry und Jimi Hendrix dort. Wie heißt denn, oder besser, wie hieß dieser Club? Muss ich leider passen. Schade, überhaupt Beatles und keine so. Star Club. Kurze Beratung. 5 gelb oder 22 rot? Also, habt ihr euch entschieden? 5 gelb. 5 gelb. Eine Frage an dich. Spielst du eigentlich ein Instrument, Regina? Ja, sehr viel sogar. Na, also dann wird das kein Problem sein. Du siehst nämlich jetzt hier eine Menge Instrumente. Und wenn du Lust hast, komm schnell zu mir. Stell dich mal mit hier hin. Ein bisschen rum. Und du solltest mir bitte 3 dieser Instrumente mit Namen nennen. Zeig drauf. Akkordeon? Nummer 1. Zither? Nummer 2. Und da hinten. Ja? Da brauchst du nicht hingehen, den sehen wir, der ist so dick. Bass? Jaha. Der Kontrabass. Und da vorne liegt dann noch eine Querflöte. Und es hat schon wieder geklingelt hier. Muss mal gucken. Neuer Punktestand. 4:1. Fiona, kurze Beratung. Auf geht's. 8 gelb. 8 gelb. Eine Frage an dich. Das Häuschen war aus Brot gebaut und mit Kuchen gedeckt und die Fenster waren von hellem Zucker. Heißt es in welchem Märchen? Hänsel und Gretel. Das ist richtig und das war ein Rezept. Das war ein Rezept aus der Kochecke. Heute bleibt die Küche kalt. Heute gehen wir in den Märchenwald, ne? 17 rot. 17 rot. Der Papa ist dran. Yili Sabai nennen die Chinesen Königin Elisabeth II., die am Sonntag zu einem 6-tägigen Besuch im Reich der Mitte eingetroffen ist. Dem Vernehmen nach hat sie ja nun schon seit etlichen Wochen das Essen mit Stäbchen geübt. Dankeschön, Gisela. Übrigens, herzlichen Dank. Sie hat heute wieder so viel zu tun hier. Vielen Dank. So, und jetzt kommt etwas. Ich darf das mal hier so drapieren. Ja. Ja. Und für die Familie hätten wir da auch noch so ein paar
Servietten, bitteschön. Kriegen die auch noch sowas? Ja, jetzt passen Sie mal auf. Ihre Aufgabe ist es nun,